Ja, hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation und ich möchte jetzt, ich habe mein Abendbrot hier noch nicht gegessen. Also, ich werde mal das Programm öffnen. Kennen Sie? Wenn man es aufrufen. So. In diesem Medienpool, No Clips in Media. Der wird den Blau malen, ja. Und der Rotationsangel, also die Rotation, machen wir die so. Und dann können wir den ein bisschen größer machen. So vielleicht. Ja. Okay, dann mache ich jetzt hier mal Rasierklinge. Und da auch nochmal. Und da auch nochmal. Und okay. Jetzt gehen wir mal dahin. Und jetzt mache ich den hier, den, dann mal so, dann mache
mit dem mal ein bisschen rot hier. Den mal ein bisschen blau. Und den machen wir ein bisschen grün. Und den machen wir ein bisschen rot-lila. So. Jetzt haben wir also drei verschiedene Farben. Und jetzt gehen wir zurück. Jetzt sind wir wieder im Edit-Modus. Jetzt hole ich wieder Pool. Die da runter. Und dann müssen wir mal sehen. Da geht nicht mehr viel dran hinten. Okay. Oder schaffen wir da was noch? Dann müssen wir den. Dann müsste ich den kleiner machen. So. Okay. Jetzt haben wir also Hüten, okay, jetzt mache ich hier noch einen Titel rein. Noch einen weiteren Titel. Und das wird dann jetzt hier Blaue Donau rein. Blaue Donau. Passt ja zum Hintergrund. Danube. Und dann haben wir da hinten, da setzen wir auch noch eine rein. Da machen wir die Büsi Beat rein. Da kommt dann da auch noch ein Text rein. Und dann kommt da. Das ist hier der Busy Beat. Busy Beats MP3. Okay. Ja, das war es jetzt auch schon. Könnte ich nochmal versuchen, ob ich jetzt hier vielleicht bei der Noob, bei OpenX. Da haben wir Mosaic Blur, Zoom Blur, IT Blur. Contest Pop, was ist das hier? Da möchte ich den Contest Pop Sound aufsetzen. Da möchte ich den Lens Flare. Und da möchte ich Genoa Space Transform. Und da möchte ich gerne
Colore palette machen. Will er nicht. Will er nicht. Will er nicht. Leid geht auch nicht. Okay, jetzt wieder zurück. Jetzt gehen wir wieder dahin. Und jetzt sind wir fertig. Jetzt machen wir wieder. Okay, jetzt gehen wir dafür der erste. Damit geht's los und das möchte ich jetzt. Das möchte ich jetzt speichern. Das war ja Laufband. Laufband ist es ja. Laufband am 4.12.19 mit Musik. Mit Musik und Farbe. Bis ich da nochmal rein. Machen wir das jetzt hier. Da muss ich nochmal hin. Da muss ich jetzt hier das Laufband hinschreiben. Laufband. Laufband. Jo. Ja, okay. Und jetzt können wir den abspeichern. Moment, da waren wir gerade. Da waren wir gerade. Also, das Musik mit Farbe, der Titel. Und jetzt möchte ich das Ganze Art Crew, dass wir da reingehen. Und dann soll das da gesaved werden. Da ist der Titel jetzt. Und jetzt soll er rendern. Der braucht jetzt 25 Minuten. 25 Minuten und ich mache jetzt mal zu. Und jetzt schauen wir mal bei den Testmanager. Ja, da haben wir so 40 Grad, 90 Grad hat die RPU. Die nimmt also hier das auf und die muss noch das andere Programm fertig machen. Ja, also ich mache jetzt mal den hier aus und sag mal Tschüss Leute, macht's gut. Das war's jetzt mal.